Ich bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu kommen. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte.